Oh, der ist noch nicht aktiviert. Es war der Sicherheitsausweis, der für Petra bestimmt gewesen war. Da müssen wir natürlich was dran ändern. Guten Tag. Ich habe ein paar Fragen. Oh, habe ich nicht. Vielleicht muss ich ihn dann erst einmal benutzen. Mist, die Karte funktionierte nicht. Verzeihung, Madame Petra, aber die Karte muss erst aktiviert werden. Aber ja, natürlich. Ich wollte nur die Sicherheitsvorkehrungen prüfen. Wo soll die jetzt aktiviert werden? Ich habe ein paar Fragen. Hätte sollen wir jetzt die scheiß Karte aktivieren? Der Wächter hatte Angst vor mir. Naja, eigentlich vor Petra. Er durfte nur nicht die Wahrheit erfahren. Aber ich kann noch ein bisschen mit alles ihm in Ordnung? Bin nur etwas nervös, Madame. Heute ist mein erster Tag. Lassen Sie ja niemanden rein. Sonst ist es auch Ihr letzter Tag. Das Erblonden hatte eine sadistische Ader in mir geweckt. Irgendwie machte das Spaß. Okay. Bleistift. Warum denn Bleistift? Sehen Sie diesen Bleistift? Jawohl, Madame. Damit kann ich einen Mann auf 15 verschiedene Arten töten. Alter, Nico. Jawohl, Madame. Verzeihung, Madame. Okay, kann mal gucken, ob wir den anderen auch ein bisschen quälen können. Oder ob uns vielleicht weiterhilft. Der Wächter war bewaffnet und sah gefährlich aus. Er würde mich töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Andererseits glaubte er wohl dasselbe von mir. Was ist Ihre Aufgabe hier? Ich muss aufpassen, dass niemand durch den Vordereingang kommt, Madame. Ich kämpfte gegen den Drang, ihm zu befehlen, 20 Liegestütze zu machen. Können wir ihm auch was sagen? Okay. Wie viele Männer bewachen das Gelände? Wir haben doppelte Mannschaft auf dem ganzen Grundstück, Madame. Niemand kommt ungesehen rein oder raus. Garantiert. Hätte er mir eine solche Garantie für eine Armbanduhr geboten, hätte ich lieber eine Sonnenuhr gekauft. Haben Sie etwas zu melden? Ein Auto hatte in der Nähe des Haupttors eine Panne. Irgendetwas Verdächtiges? Nur eine dumme Französin, der wahrscheinlich der Sprit ausgegangen ist. Diesen Typen würde ich mir merken. Französin. Also wirklich. Ja, gut, knutschen kann sie anscheinend. Stimmt, hier vorne waren wir noch nicht drin in den Türen. Da durften wir beim letzten Mal nicht hin. Ah, das sieht doch aus, als könnte es funktionieren. Es war ein Lageplan der Sicherheitseinrichtungen für einen bestimmten Teil des Gebäudes. Ich hatte keine Ahnung für welchen. Aber als ich meine Karte jetzt ich selbst aktivieren muss... Ich wollte nicht mit Sachen muss, herumspielen, von denen ich nichts verstand. Ja, sehe ich genauso. To be honest. Haben wir hier? Eine Menge Computer standen da und surrten laut vor sich hin. Ich traute mich nicht, die Computer auszuschalten. Ah, ja. Die Frau saß wie gebannt vor einem Computer. Sie war ganz in ihre Arbeit vertieft und nahm überhaupt keine Notiz von mir. Ach, die guten alten Röhrenbildschirme, ne? Ich vermisse es ja. Der Computer verarbeitete etwas. Aber was? Als Petra verkleidet, riskierte ich hier Kopf und Kragen. Ich wollte auf keinen Fall durch irgendein Missgeschick Aufmerksamkeit erregen. Ja. Okay, dann reden wir mal mit der Guten. Hallo. Entschuldigung. Moin. Bitte unterbrechen Sie mich nicht, Madame. Ich darf keinen Fehler machen. Sie müssen mir ein paar Fragen beantworten. Ich bin Petra. Was machen Sie da eigentlich? Tut mir leid, Madame. Ich habe strikte Anweisungen, nur Signor Sosaro Bericht zu erstatten, bis die Vorbereitungen für die Armee-La-Sphäre abgeschlossen sind. Ja, natürlich. Diese Karte muss aktiviert werden. Könnten Sie mir da helfen? Natürlich, Madame. Wart ihr einfach dahin? Bitteschön. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, Madame Petra, ich muss wieder an die Arbeit. Signor Sosao wird sehr wütend, wenn ich hier nicht fertig werde. Okay. Ach, hingepfeffert. Frech.
gut, aber wir haben bekommen, was wir wollten. Mal wieder auf die andere Seite. Aber ich glaube, das waren dann auch alle Türen hier im Erdgeschoss. Mal hier und durchziehen. Es hatte mich viel Mühe gekostet, die Karte zu ergattern. Ich wollte endlich sehen, was da unten verborgen war. Unten? Wo weiß ihr denn schon, dass es runtergeht? Ist doch eh wieder so ein Kraftquellenkeller, oder? Es waren doch immer diese komischen Kraftquellen da. Diese, mit Schlangen. Waren das Schlangen? Ich glaube schon. Was haben wir hier? Es war eine alte Gefängniszelle. Hm. Verdammt. Offensichtlich wurde Bruno hier festgehalten. Hoffentlich kam ich nicht zu spät. Wo ist Bruno jetzt? Die Zelle war abgeschlossen. Und leer. Hm. Okay. Diese Kellergewölbe. Was ist das für eine Magmadecke? Hier sieht wahrscheinlich nur so aus wegen... Oh shit. Oh nein. Ich hörte jemanden kommen. Es ist George. Oder? Das war die Schmutzwäsche, auf der ich gelandet war. Das Aroma von über 400 Käsefüßen machte mich schwindelig. Oh. Ei, rein da. Ich schloss messerscharf, dass mir stinkende Socken nichts nützen würden. Okay. Noch irgendwie was Gutes oder so? Kann ich mich nicht als Wächter oder irgendwas verkleiden? Oh, die hat aber ausgedehnt, ne? Oh no. Nein, wir können wieder Dinge ziehen. Was steht auf den Zetteln hier? Oh no. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Was haben wir hier? Jemand in diesem Schloss hatte eindeutig einen Waschmitteltick. Oh. In meinem alten Navy Seals Handbuch war ein Kapitel gewesen. Die Ermittlung der gegnerischen Stärke mit Hilfe erbeuteter Waschmitteltrommeln. Leider konnte ich mich nicht mehr an die Formel erinnern. Was zum Teufel? Ich brauchte kein Waschmittel mitzunehmen. Doch! Immer praktisch. Ah, hier können wir auf jeden Fall so ein Ding draufschieben. Na gut, dann wollen wir mal. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das ist, so eine verdammte Waschmaschine zu schieben? Ja. Viel zu wenig Platz. Ich weiß ja. So, ich würde jetzt schätzen auf dieses Silberding da. Diesen Wagen. Gucken, ob das so per Augenmaß richtig... Wait a second. Was ist da? I'm so confused. Ich dachte, es wäre in einer anderen Ecke. Mein räumliches Denken ist manchmal... Naja, geht so. Könnte noch eins zu weit vorne sein. Ist eins zu weit vorne. Oh. Ich hätte die auch als Synchronsprecherin nehmen können. Ah. Oh. Diese Tür ist verschlossen. Ich komme dort nicht rein. Abgeschlossen. So. Die Waschmaschine glitt mühelos auf den Karren. Und jetzt? Tja, jetzt haben wir einen Karren mit einer Waschmaschine drauf. Den schubsen wir jetzt durch die Tür, würde ich sagen. Dann wollen wir mal. Well? Jawohl. Ach, der Keller kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach du Scheiße. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, bitte nicht noch mehr Kistenrätsel. Ich habe nicht mehr genug Kraft für ein weiteres Kistenrätsel in mir. Das sieht doch aus wie das von Nico ist. Eine moderne Tür war in das alte Kellergemäuer gebaut worden. Die Tür führte in die Kellergänge. Dafür brauchen wir, glaube ich, wirklich Nico. Guck mal, hier rechts, oder? Nimm das, du! Oh! Hey, was? George? Wer? Ich bin's, Nico! Ja, wunderbar. Ah, ich dachte, du wärst Petra. Hm. Schleißt dich oft so an Mädchen ran, ha? Huh? Nur an Blondinen. Also stimmt es doch. Blondinen haben mehr vom Leben.
Behalte die Perücke auf, dann erfährst du's. Alter. Kaufhausmode. Nicht mein Stil. Autsch. Was machst du eigentlich hier unten? Sind dir die strengen Sicherheitsvorkehrungen aufgefallen? Bruno muss hier in der Nähe sein. Also, worauf warten wir noch? Ja, da vorne. Da vorne ist ein Schlitz für deine Karte. Nico! Komm her. Hey Nico, kannst du dieses Schloss knacken? Ich habe nichts, mit dem ich es öffnen könnte. Was würdest du nur ohne mich tun, George? So, gucken wir uns erstmal nicht weiter um. Ich reicht das hier erstmal. Okay. Einfach nur eine Umkleide. Aha. In dem Spind hingen Wächteruniformen. Hm, grün scheint die neue Modefarbe für Bösewichte zu sein. Na gut, dann wir wohl auch, ne? So, das müsste mir mehr Bewegungsfreiheit verschaffen. Nico, okay. Würdest du dich bitte umdrehen? Soll das ein Witz sein? Nein, meine Unterhose sieht zu unvorteilhaft aus. Was? Ach so. Na dann schnell, zieh dich endlich um. Ach, George, das kann nicht dein Ernst sein. So, fertig. Nach all dieser Zeit. Du siehst sehr gut aus. Hm. Das sagst du bestimmt zu allen Wächtern. Oh, herrlich. Okay. Ja gut, das war ein kurzes Intermezzo hier. Ich hab gedacht, das lässt uns jetzt in einen anderen geheimen Bereich rein, aber so spannend war's da nicht. So, was haben wir hier? Stühle und Kisten. Kisten. Noch mehr Kisten und Stühle. Ah, sehr sackgassig hier. Okay, müssen auf der anderen Seite weiter. Na dann, auf geht's. Moin. Wir sind Petra und generischer Wächter. Madame Petra, man hat mich gar nicht informiert, dass Sie zurück sind. Ich bin aber hier, wie Sie sehen. Und ich hab's eilig. Ich sollte am Haupteingang nachfragen. Sie halten mich unnötig auf. Und wenn Ihnen Ihre Gliedmaßen lieb sind, schlage ich vor, dass Sie die Tür öffnen. Selbstverständlich, Madame. Verzeihung. Das hat doch gut geklappt. Schon wieder so ein Kartenlesegerät. Und? Vielleicht ein Bruno? Da ist jemand am Rumstöhnen. Da stöhnt doch einer. Ja. Ich höre es ganz genau. Oh, das wird ein Spaß. Oh, das wird ein Spaß, Leute. Es ist wieder ein Kistenrätsel. Also damit haben sie diesmal wirklich, na, ich weiß ja auch nicht. Mit den Kistenrätsels haben sie Kistenrätseln haben sie es diesmal. Kann ich nicht einfach vorne rumgehen? Mit dem Code? Ich weiß gar nicht, kriegen wir den da in die Ecke oder muss so reichen? So, jetzt machen wir den noch. Den Kiste noch. Ja, Nico regelt sich da erstmal. Die freut sich, weil die musste noch keine einzige Kiste schieben in diesem Abenteuer. So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal den hier machen. Oh, genau. Den. Ja. Und jetzt gehen wir hier drauf. Und ziehen hier schön. So. Jetzt kommt die eine Kiste. Warte, das muss ja erst die hier, ne? Also. Eine Kiste kommt hier.
Und eine Kiste. Moment, so. Und jetzt hier so. Ich weiß ja nicht, ob wir die in die Ecke schieben dürfen. Ja, das dachte ich mir schon fast. Aber wir können ja auch einfach die nehmen. Machen wir nämlich den hier. Und dann den hier. Da. Und dann einmal hoch, einmal schieben und nochmal hoch. Dann können wir hier durchschauen oder hören. Nico, sei leise und sieh dir das an. Das ist Bruno. Ich glaube, er ist ganz allein da drin. Können wir das riskieren? Wir haben keine Wahl. Hey, Bruno! Bruno, ich bin's, Nico. Und George. Oh, hallo, nett, dass Sie vorbeikommen. Geht's Ihnen gut? Ja, natürlich. Ich habe Hunger, Durst, ständig Schmerzen. Man hat mir genügend Elektroschocks verabreicht, um meine Kleinstadt zu heizen. Aber wo Sie jetzt hier sind, ist mir das alles egal. Sie sind sehr tapfer. Ich bin in Osteuropa aufgewachsen. Wir wurden schon im Kindergarten gefoltert. Entschuldigung? Haben Sie denen irgendetwas gesagt? Alles, bis auf das, was Susaro wissen will. Und das wäre? Wer den Schlüssel Salomos hat. Aber wir wissen gar nicht, wer ihn hat. Eben. Na, jetzt spielt das keine Rolle mehr. Wir sind hier um... Psst. Das war die Torwache. Petra ist endlich angekommen. Das freut mich sehr für Sie. Danke. Ich finde, Foltern ohne Zuschauer ist eine öde Angelegenheit. Oh, ich weiß. Und sie hat so viel Fantasie. Sie gleicht einer sprudelnden Quelle neuer Ideen. Das weiß ich zu schätzen. Oh ja, Bruno. Sie werden es zu schätzen wissen. Und sehen Sie es von der positiven Seite. Wenn Sie uns verraten, wer den Schlüssel hat, werden Sie nicht umgebracht. Wir brauchen sie zu dringend. Oh, die echte Petra ist da. Meine Liebe. Hat er schon geredet? Nein, aber du wirst ihn bestimmt dazu bringen. Ich kann es kaum erwarten. Nun zu Stobbart und dem Mädchen. Ich hoffe, du hast erfreuliche Neuigkeiten. Ich habe sie gefunden, aber sie sind wieder entkommen. Tut mir leid. Oh. Die beiden haben einfach zu viel Glück. Es kommt noch schlimmer, Meister. Lasst ihn herein! Alles klar, Boss? Nicht dieser Idiot. Verzeihen Sie, Sir. Er hat etwas Wichtiges zu sagen. Flap, erzählen Sie Senor Susaro, was Sie mir in Paris gesagt haben. Wie? Das mit dem Nachtlokal? Und den Mädchen? Nein, nein, nein! Das mit dem einbruchsicheren Tresor! Ach, das! Tja, das war er eigentlich gar nicht. Was war er nicht? Einbruchsicher! Erzähl schon, Flap! Stobberts Biene war noch mal im Theater und hat Akten mitgenommen. Welche Akten? Ein Bild. Von einem Schloss in Prag. Dieses Schloss hier? Bingo! Der Kandidat hat 100 Punkte. Flap! Verzeihung, halt. Sir. Was ist das? Gefällt er Ihnen? Oh. Das ist mein neuer Schal. Stobberts Biene hat ihn in Paris verloren. Was ist denn? Das ist der du Schlüssel vielleicht? Gehen, Flap. Raus. Der da drauf ist. Danke, Sir. Die Scheibe. Tja, Bruno. Heute ist Ihr Glückstag. Da ich nun weiß, wer den Schlüssel hat, müssen wir Sie nicht mehr Petras liebevoller Fürsorge anvertrauen. Sie wissen es? Woher? Das Emblem auf dem Schal. Es ist das Wappen des Ordens vom Heiligen Stephan. Ich dachte, die seien vor Jahrhunderten verschwunden. Offenbar nicht. Und ich weiß genau, wo ich sie suchen muss. Flap, dieser Narr, trug die Antwort die ganze Zeit um seinen fetten Hals. Uff. Collar arbeitet wahrscheinlich für sie. Wir müssen unsere Pläne ändern. Ich fahre nach Paris, um den Schlüssel zu holen. Du bringst Ostwald zur Armillarsphäre. Gib Befehl, den Aufbruch vorzubereiten. Also ist die Zeit gekommen. Ja, meine Liebe. Endlich.
Aber die haben doch ganz viele Sachen noch gar nicht, die wir irgendwie haben, oder? Ich bin sehr verwirrt. Was haben wir mit Nico wahrscheinlich jetzt? Nico! Hey, Nico. Ja? Weißt du was? Die blonde Perücke sieht seltsam aus. Ach ja? Sonst hat niemand etwas gesagt. Weil deine Aufmachung so schaurig ist, es traut sich keiner. Also, dass bei dem Outfit niemand aufgefallen ist, dass das Nico ist, ne? Aber gut. Okay. Ja, ich weiß nicht, irgendwie war, dass jetzt der nächste Schritt kommt. Gehen wir jetzt hier noch rein, oder was? Ich kannte den Türcode nicht und wollte es nicht riskieren, Alarm auszulösen. Können wir es nicht per... Nee, können wir nicht machen. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt einfach raus? Ja? Wir gehen jetzt einfach raus wahrscheinlich, ne? Ah. Sonst wird das schon was sagen jetzt. Wenn wir auf diesem Weg aus dem Schloss flohen, würden sie uns bestimmt erwischen. Es musste einen anderen Weg nach draußen geben. Oh, das kann ja spannend werden. Okay, also da dürfen wir nicht rein, wegen Code. Dann müssen wir hier irgendwo raus. Durch das Gitter dann vielleicht? Ich schieb jetzt nicht nochmal was rum. So, wir haben doch noch unsere Metallstange dabei, oder? Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Doch, es gibt sehr viele Gründe dafür. Lupe, Notizblock, Fernbedienung. Das würde mich nicht voranbringen. Du hast es ja noch nicht probiert. Was denn mit dem Öl? Vielleicht können wir es mit Öl dann wegmachen. Öl? Blechtasse? Ah, die ist leer, das oder? Das hatte ich erwogen, entschied mich aber dagegen. Okay. Mehr ist hier unten aber doch nicht der andere Raum. Können wir vielleicht da was sichtbar machen? Können wir noch mit Nico quatschen oder Nico fragen, ob sie helfen kann? Ich musste das Gitter öffnen. Ja, mit Nico vielleicht. Nico? Ich musste das Gitter öffnen. Ja, mit Nico. mit Kohle ja auch nicht. So kam ich hier nicht weiter. Münze, mit einer Münze aufdrehen. Mit einer Münze aufdrehen. Die Münze hatte genau die richtige Größe, ja. Um die Schrauben zu lösen. Ja, der älteste Trick der Welt. Nicht der älteste der Welt, aber schon ein sehr alter. Nice. Okay, irgendwie habe ich gedacht, wir sind unten in dem Raum bei denen und nicht oben. Ich kam nicht durch die enge Öffnung. Aber Nico... George, früher wäre das kein Problem für dich gewesen. Vermutlich hat sich mein Muskelumfang vergrößert. Vor allem bei den Fettmuskeln. Nico! Ah, schon gut. Was ich über dich und die Perücke gesagt habe, tut mir leid. Entschuldigung angenommen. Puh. Dadurch wirst du leider nicht schlanker. Holy! Dann geh du halt durch. Hopp, hopp. Kriech. Ja, wo ist er? Boah, wir haben viel im Inventar inzwischen. Nico? Ja? Ich bitte dich nicht gern darum, aber... Würde ich durch das Gitter kriechen und die Tür von innen öffnen? Erstaunlich, du hast meine Gedanken gelesen. Du bist leicht zu durchschauen, George. Aber macht ja Sinn, ne? Weil das ja auf derselben Höhe ist, das Zimmer wie wir hier. Ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Du bist mir etwas schuldig. Schon gut, ich führe keine Bücher darüber. Aber sie, zumindest im Kopf. So, jetzt ist ja, hier ist dauerhaft offen. Ja, wunderbar. Gucken, was wir jetzt hier noch so finden. Nico, sieh mal. Eine Karte. Es ist eine Art Karte. Sie zeigt die Kraftlinien. Siehst du das in der Mitte? Das sieht aus wie das Diagramm auf Vernons DVD. Oh. Anscheinend ist das Zentrum irgendwo in Ägypten. Ich wollte gerade sagen, das ist doch in Afrika. Glaubst du, sie haben Bruno dorthin gebracht? Oh je. Ja, ich denke schon. Die Amelasphäre ist irgendwo in Ägypten. Dann dürfte sie ja nicht allzu schwer zu finden sein. Klar, ich meine, wie groß kann ein Land schon sein? Es war eine elektronische Weltkarte. Die Kraftlinien waren in Rot dargestellt. Sie liefen alle an einem Knotenpunkt in Ägypten zusammen.
Was haben wir hier? Bücher über Ägypten und die ägyptische Kultur. Well, es jetzt würde Monate dauern, das alles zu durchforsten und zu entziffern. Aber wir kennen da ja jemanden, ne? Der sich da vielleicht ein bisschen auskennt. Hat doch was. Sosarro und Petra waren durch einen Geheimgang hinter dem Panel verschwunden. Ah. Es musste hier irgendwo einen Öffnungsmechanismus geben. Okay, aber so weit bin ich ja noch gar nicht. Ich wollte mir erst noch umgucken. Hier so. Sosarros Schreibtisch stammte wohl aus einem Möbelversand für Größenwahnsinnige. Aha. Sieh dir das an. Was ist das? Ein versteckter Knopf unter der Schreibtischplatte. Vielleicht öffnet man damit die Tür. Der Schreibtisch war zum Schieben zu schwer. Er drückt den Knopf. Außerdem war es wichtiger, Bruno zu folgen. Du sollst den Knopf jetzt drücken. Den. Falls die Welt explodiert, wenn ich hier drauf drücke, es tut mir leid, was ich für gemeine Dinge über dich gesagt habe. Schon gut, George. Nun mach schon. Ja klar, Entschuldigung. Ah. Gut gemacht. So, jetzt müssen wir Bruno retten. Ach übrigens, was für gemeine Dinge denn? Ach, du weißt schon, das Übliche. Das Übliche? Sprich weiter. Oh weh. So, sonst noch was Spannendes hier? Der Knopf öffnete ein Panel, hinter dem sich ein Geheimgang befand. Okay. Nico, geh mir aus dem Weg. Haben wir noch was? Es war eine sehr alte Karte. Ich glaube, sie zeigte irgendein Gebiet in England. Ja, vielleicht das eine. Nee, das war, waren wir in Irland? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein großer Schild und Waffen hingen an der Wand. Auf dem Schild war ein Wappen abgebildet, das ich nicht erkannte. Das Schild ist schon ein bisschen sehr übertrieben groß, oder? Ich dachte daran, das alles mitzunehmen, besann mich aber eines Besseren. Na gut. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt auch das Wichtigste. Aber was liegt denn da am Boden? Anscheinend nichts von Bedeutung. Da liegt auch noch so ein Artefakt oder so am Tisch. Aber es ignorieren wir einfach alles, I guess. Na gut. Und Ritterrüstung noch. Offenbar pflegte Sosarro seine Rüstungen sorgfältig. Auch Bösewichte haben Hobbys. Wollte gerade sagen. Mir hätte die Rüstung niemals gepasst. Und selbst wenn, was hätte mir das genützt? Naja, wir sehen zumindest cool dabei aus, wenn wir die Welt retten. Aber gut, muss ja jeder selbst entscheiden. Oh, gibt es jetzt wieder einen Stunt? Oh, wird das so ein Kufending? Es wird kein Kufending. Aber wir stehen jetzt mitten auf dem Platz rum. André, was machst du denn hier? Ich, dachte, ich leiste Beatrice Gesellschaft. Ah. André ist mit mir ins Kino gegangen. Was habt ihr euch angesehen, Nosferatu? George. André, wir brauchen deine Hilfe. Natürlich. Was wollen Sie denn von ihm? Das Symbol auf der Stola. Ja? Sosarro hat es sofort erkannt. Es ist das Wappen des Templerordens von Saint-Stéphane. Mein Gott. Was? Ich dachte immer, das sei nur eine Geschichte. André, sag uns, was du weißt. Erzähl es uns, Liebling. Angeblich haben sich die Templer des Ordens Saint-Stéphane in Geheimkammern vor der Inquisition gerettet. Irgendwo in Paris. Niemand wusste wo, aber früher war ihr Hauptquartier in der Nähe der alten Kirche von Montfaucon. Vielleicht finde ich am alten Versammlungsort der Templer einen Hinweis. Was meinen Sie damit? Früher trafen sich die Templer dort heimlich in den Katakomben. Natürlich. Es geht noch weiter. Erzähl. Es geht um die Gründung des Ordens. Wir haben keine Zeit für Märchen, André. Hör mal, Nico, wenn ich etwas begriffen habe, dann ist es, dass man nie zu viel Information haben kann. Sprich weiter, André. Danke, George. Als die Templer noch im Besitz des Tempelbergs in Jerusalem waren, entdeckten sie eine heilige Reliquie. Ein junger Ritter namens Stéphane wurde beauftragt, sie heimlich nach Frankreich zu bringen. Er reiste durch Galiläa nach Norden. An der Küste schiffte er sich ein und stach in Richtung des Flusses Po in See. Er reiste das Po-Delta hinauf und vermied dann die Gefahren, die im Westen auf ihn lauerten, indem er nach Norden in den Rheingau ging. Die Truppen eines räuberischen Prinzen verfolgten Stéphane bis nach Frankreich. In den Bergen von Reims wurde er schließlich zum Kampf gezwungen. Zwar konnte er seine Feinde bezwingen, wurde dabei aber tödlich verwundet. Tapfer erreichte er trotzdem sein Ziel, das Präzeptorium von Berentoir. Dort übergab er die Reliquie dem Meister des Kapitels und verstarb. Zu Ehren des tapferen Ritters nannte sich der Orden von nun an Orden vom Heiligen Stéphane und verlegte seinen Hauptsitz nach Paris.
Das klingt wie ein Märchen. Du liebe Güte. Ich gehe nach Mofoson und sehe mich dort nach Spuren um. Nico? Du musst allein gehen, George. André und ich werden versuchen herauszufinden, wo genau dieser Ort in Ägypten ist. Gut, tja, dann bis später. Dann mal los, George. Ich war nach all den Jahren wieder auf dem Place Mofoso. Unter dem Pflaster lag eine verborgene Welt uralter Kanäle und Katakomben, teils von den Tempelrittern als Treffpunkt und Zuflucht gebaut. Wieder einmal musste ich auf der Suche nach der Wahrheit dorthin absteigen. Das Café hat zugemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, das kennen wir hier ja alles, aber was ist denn hier los? An der verrammelten Tür hing ein Zettel. Aufgrund seismischer Störungen und um die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten, bleiben wir in nächster Zeit geschlossen. Nein, dass ich nicht ein, reiß den Zettel ab. Ich wollte weder den Zettel noch wollte ich ins Café einbrechen. Doch schon beides. Ach Leute, kennt ihr es noch? Kennt ihr es hier noch? Kennt ihr noch den Kanal? Den Kanaldeckel mit unserem Kanal. Kanalaufbruchwerkzeug, das wir jedem gezeigt haben, ganz stolz. Wissen Sie, was das ist? Damit öffnet man einen Kanal. Oh, toll. Ah, das waren noch Zeiten.